Hallo ihr Lieben, Ostern steht vor der Tür und ihr habt euch seit Jahren schon einen Osterbrunch von mir gewünscht. Deswegen gibt es heute in Kooperation mit Aldi Süd ein paar schnelle Rucki-Zucki Osterbrunch-Ideen. An der Stelle habe ich eine ganz kurze Anmerkung. Dieses Jahr ist es natürlich aufgrund der aktuellen Umstände wegen dem Coronavirus nicht möglich, das Osterfest auf die normale Art zu feiern. Aber trotzdem, ihr könnt das Beste daraus machen und zu Hause gemeinsam mit euren Kindern und Partnern etwas Osterfeeling verschaffen, indem ihr eben lecker bruncht. Bevor es losgeht, habe ich noch eine richtig tolle Neuigkeit. Und zwar hat Aldi Süd das Backsortiment erweitert, also ganz viele neue Produkte mit aufgenommen. Ihr findet einen Link unten in der Infobox, da einfach draufklicken und dann seht ihr das gesamte neue, erweiterte Backsortiment. Einige dieser Produkte habe ich jetzt auch für die Osterbrunch-Ideen verwendet. Da bekommt ihr dann schon mal so einen kleinen Einblick. Dann geht es jetzt los mit den Ideen für den Osterbrunch. Ich habe No-Bake Rübli-Cupcakes gebacken. Mega, Leute! Dann gibt es Vanillehörnchen. Und es gibt noch was Herzhaftes, und zwar sind das so Schillerlocken, allerdings in Karottenform, gefüllt mit so einer leckeren Frischkäse-Eier-Creme. Für die No-Bake Rübli-Cupcakes brauchen wir fein geraspelte Karotten. Hier habe ich zarte Haferflocken und etwas Zimt. Wir brauchen Marzipan-Rohmasse und Vanillepaste, und beide Produkte hier sind aus dem erweiterten Sortiment. Alle Zutaten werden jetzt in eine Schüssel gegeben und so lange geknetet, bis eine kompakte Masse entsteht. Ich habe dann noch ein paar gehackte Mandeln hinzugefügt, das macht ihr zum Schluss, und knetet die dann einfach noch mit ein. Wir brauchen eine Silikonform. Der Teig wird jetzt dort gleichmäßig verteilt und gut angedrückt. So wandert das Ganze dann erstmal für eine Stunde in den Gefrierschrank. So wird die Masse fest und dann könnt ihr den Teig, also die Cupcakes, schön rausnehmen. Ansonsten wird euch das nicht gelingen. Also sie müssen in den Gefrierschrank. Dann können wir das Frosting zubereiten. Dafür brauchen wir Schlagsahne und Frischkäse. Wir brauchen Puderzucker und Sahnesteif. Hier habe ich Vanillepaste und Zitronenpaste aus dem erweiterten Sortiment. Sahne, Puderzucker und Sahnesteif werden jetzt miteinander gemixt, bis die Sahne steif ist. Dann werden Frischkäse, Vanillepaste und Zitronenpaste hinzugefügt und eingerührt. Die Creme wird in einen Spritzbeutel mit Sternhülle gefüllt und über die Muffins gespritzt. Wer möchte, kann zum Schluss noch mit ein paar geraspelten Karotten und gehackten Mandeln dekorieren. Die Rübli-Cupcakes müssen nicht mehr ziehen oder so, die können im Anschluss sofort gegessen werden. Ihr könnt die aber auch gerne schon einen Tag vorher zubereiten. Für die Vanillehörnchen brauchen wir Buttercroissants, in Scheiben geschnittene Erdbeeren, Paradiescreme Vanille von Dr. Oetker, die ist ebenfalls Bestandteil des erweiterten Sortiments von Aldi Süd, und dazu brauchen wir noch Milch. Um das Ganze geschmacklich zu verfeinern, brauchen wir Zitronenpaste und Schokochunks. Für die Vanillecreme werden jetzt Milch, Paradiescremepulver und Zitronenpaste so lange geschlagen, so lange gemixt, bis eine dickliche Konsistenz entsteht, und das dauert ungefähr 3 Minuten. Die Creme wird in einen Spritzbeutel mit Lochhülle gefüllt und anschließend auf die halbierten Croissants gespritzt. Gefüllt werden die Croissants dann natürlich noch mit den Erdbeeren und den Schokochunks.
Für die Schillerlocken mit Frischkäsecreme brauchen wir einen Blätterteig. Wir brauchen solche Förmchen hier, aber am besten die spitz zulaufenden, denn dann sehen sie einer Karotte ähnlicher. Alternativ könnt ihr euch auch welche aus Alufolie basteln, allerdings mit der matten Seite und dann einfach ein bisschen einfetten. Außerdem habe ich hier ein Ei mit etwas Milch verquirlt. Aus dem Blätterteig habe ich mir schon längst 6 Streifen geschnitten und meine Förmchen eingefettet. Die Streifen werden dann einfach nur um die Förmchen herum gewickelt. Dann kommen sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und werden mit dem Eigelb bestrichen. Anschließend bei 200 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für ca. 15 Minuten goldbraun gebacken. Für die Füllung brauchen wir gewürfelte Eier, außerdem brauchen wir einen Kräuterfrischkäse und etwas Milch. Die Zutaten werden jetzt einfach cremig gemischt und zum Schluss die Eier eingerührt. Die Schillerlocken solltet ihr zwischenzeitlich schon aus den Formen gelöst haben, aber unbedingt, wenn sie lauwarm sind, sonst kriegt ihr sie nämlich nicht mehr ab. Und jetzt werden sie einfach noch mit der Frischkäsecreme gefüllt und wer möchte, kann etwas Petersilie hinten noch mit reinstecken, dann sehen sie aus wie Möhren. Zur Vollendung kamen natürlich noch ein paar andere Sachen mit auf den Tisch und all diese Produkte gibt es bei Aldi Süd zu erwerben. Hier zum Beispiel Erdbeeren und eine Frischkäsezubereitung mit Tomate und Basilikum, Räucherlachs mit Avocado, darf bei mir nicht fehlen, hier habe ich Frischkäsebällchen. Auf dieser Käseplatte hier befinden sich Bergkäsewürfel mit Oliven, Käsländer mild und nussig sowie bayerischen Weichkäse. Das hier ist Hummus mit Kürbis, total lecker. Ostereier und O-Saft dürfen nicht fehlen. Ich habe mir noch ein paar Gemüsesticks gemacht aus Karotten und Gurken. Frische Brötchen gehören natürlich auch dazu. Auf meinem Tisch haben noch ein paar Produkte gefehlt. Die hatte ich in der Küche schon vorbereitet, vergessen mit drauf zu tun und erst beim Abbauen gemerkt, dass da eben was fehlt. Es sind unter anderem Butter gewesen, verschiedene Marmeladen, eine Nuss-Nougat-Creme und Tomaten. Ja, ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, was bei euch noch alles mit drauf gehört. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das eine oder andere mal ausprobiert und mir eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook schickt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest und dann bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!